Hallihallo, Hallöchen. Wir spielen wieder Bausimulator 2022 und ja, wir haben schon einen Auftrag abgeschlossen, haben jetzt den nächsten, haben uns hier einen LKW gemietet und fahren jetzt das Material zur Baustelle. So, wenn wir bei Rot über die Ampel fahren, gibt es eine Buße, also warten wir mal lieber. Also keine Strafe zahlen. Müssen wir ein bisschen aufpassen, kostet glaube ich ein Hunderter jedes Mal. Wir haben schon mittlerweile ja unsere Firma oder die Firma von Habke übernommen. Haben jetzt schon mal einen Radbagger noch gekauft und ja, kann ich momentan zwar noch nicht einsetzen bei der Baustelle, aber da wird sicher was kommen. So, und das Teil habe ich hier gemietet. Gleich mit Palfingerkran. Das hat sich schon bewährt gemacht. Ich konnte schon Material aufladen hier. Und ja, vielleicht kaufe ich dann auch noch so ein LKW. Das ist nämlich sehr praktisch, so ein Sattelauflieger. So, ich fahre jetzt mal hier zurück und dann gucke ich mal, ob ich... Na, ich fahre am besten in die Einfahrt, so wie das aussieht, fahre ich mal in die Einfahrt. Sieht aber auch schlecht aus. Momentchen mal, jetzt machen wir hier mal... Wir können ja hier das Rundumlicht anmachen. Genau, dann machen wir mal noch die Warnblinker an. So, ich fahr mal. Komme ich doch mit meinem Kran wahrscheinlich nie hin, so wie ich da. Jetzt verstehe ich auch manchmal die Lieferanten, die da Material liefern, das ist gar nicht so einfach hier irgendwo. Irgendwo einen Platz zu finden. So, ich würde sagen, wir halten mal hier an. Ah, da ist der Kranplatz. Moment mal. Das kriegen wir hin. Wahrscheinlich muss ich noch einen Kran mieten, aber den müssen sie mir hierher bringen. So. Ich glaube, so ein kleiner wird doch reichen, oder? Wir mieten den mal. Aha, kann ich den jetzt hier aufbauen? Wieso ist der blockiert?
weil ich draufstehe. So. Einsteigen. So, ich glaube, der Kran, der wird ja reichen. So, ich bin zwar schon mal mit dem Kran gefahren, aber das aus der Perspektive habe ich das noch nie gesehen. So. So. Konzentration, und ab dafür. So. Jawohl. So, jetzt ist ein bisschen schwierig, weil irgendwie die Laterne da im Weg steht. Wir fahren mal noch ein Stück vor oder zurück. Ich glaube, wir fahren noch ein Stück zurück. Ja. So, einsteigen. So, für das Einfamilienhaus wollen wir da noch das Fertigbauelemente, was wir da geladen haben. Jetzt mal abladen. Der Schatten auf der Straße, das sieht noch gut aus. Oh, ich bin weit daneben, sehe ich gerade.
Achso, ich nehme an. Ich soll das da hinstellen. Oder muss ich das? Auf welche Markierung soll ich das denn stellen? Das ist jetzt noch die Frage. Oder draußen? Ich glaube, das war nicht so richtig. Ich glaube, das muss dahin. Oder es ist nicht richtig in der Markierung. Ich glaube, das ist nicht so richtig. Ich glaube, ich muss es hier hinstellen, wo der LKW steht. Bin mir aber nicht ganz sicher. Also ich hätte gedacht dahin, aber gucken wir noch mal. Fertig, wenn der liefern. Ich muss es noch mal festmachen, glaube ich, sonst kann ich es nicht annehmen. Ja, irgendwas ist nicht gut. Ach man, jedes Mal dasselbe. Also geliefert habe ich es, ja. Dann versuche ich das jetzt mal da rauszunehmen. Vielleicht ist es dann besser.
Oh, nicht gegen die Laterne. Ach du Kacke. Aber ich kann es ja noch gar nirgendwo hinstellen. Ich glaube, ich muss es wieder reinmachen. Also ich bin irgendwie, habe ich es nicht richtig beim Abliefern hingestellt. So, jetzt habe ich es doch noch mal nehmen können. Ah, ich glaube, es ist halt schon so, wie ich gesagt habe, ich muss es darüber stellen. Genau, da zeigt es mir das auch an. Ich bin einfach nicht am richtigen Platz. So. Jetzt haben wir sie aber doch geliefert. Wahrscheinlich hätte ich sie gar nicht abladen müssen vom Lastwagen. Er steht auf jeden Fall, aber das ist auch nicht richtig. Okay, irgendwas ist nicht so.
So, ich versuche das nochmal reinzustellen und dann rufen wir erstmal Habke an, was ich hier machen soll. So geht's ja nicht. So, aber ich hätte gesagt, den Transportrahmen habe ich ja in der Markierung. Gemacht, da ist ja. Da kann man seine eigene Baustelle nicht mehr so bewirtschaften, wie man will. Da wird einem noch alles vorgeschrieben. So, ich glaube, ich mache erstmal den Grill an und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich sage erstmal danke fürs Zuschauen. Ja, da wäre das eigentlich, aber ja, wir schauen mal. Also, ich sage erstmal, macht's gut, bis denn dann. Ciao, ciao.